So, herzlich willkommen hier mitten in der Deutschen Weinstraße am, man sieht es nur halb, Weingut am Nil. Wir sind in Kallstadt und das Monopoly-Brett liegt immer noch da. Wir sind in der letzten Folge hier gelandet im Gefängnis. Das bedeutet einmal die Hälfte wieder zurück. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, will ich nicht zu viel spoilern hier. Deswegen klickt ruhig auf meinen Kanal, guckt euch das erste Video nochmal an. Falls ihr es schon gesehen habt, können wir natürlich jetzt direkt weitermachen mit dem Würfeln. So, in der letzten Aufnahme ist leider der Akku der GoPro ausgegangen. Von daher, ich habe es jetzt kurz aufgeladen, damit wir die nächste Sequenz auf jeden Fall filmen können. Wir befinden uns hier zwischen den Autos immer noch. Weingut am Nil. Monopoly-Brett ist ausgepackt. Ich bin im Gefängnis gelandet. Und jetzt geht's weiter. Klar, klassische Monopoly-Regeln. Man darf nur mit einem Pasch raus oder wenn man 50 Euro zahlt. Streichen wir, es geht weiter. 4 und 3 sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, das hatten wir auch noch nicht. Eine Pfalzmeldung. Zum Wohl die Pfalz. Bei Holz Weißbrot findet wieder die Jazzweinabfüllung statt. Bei dem Event punktest du als Weinkenner. Dafür erhältst du 100, ja, Monopoly-Dollar wahrscheinlich. Also, dieses Kärtchen hier sagt uns, wir müssen zum Weingut Holz Weißbrot. Auf geht's! So, nächste Station, Holz-Weißbrot. Wir sind da. Mal gucken, was es hier so gibt. So, vamos, zum Wohle die Pfalz. So, die erste Scholle aus dem Duppeglas, wie sich es auch hier in der Pfalz gehört. So, kurzer Kamerawechsel. Die GoPro hat irgendwie den Geist aufgegeben. Der Akku spinnt ein bisschen rum. Macht überhaupt nichts, filme halt mit dem Handy weiter. Ja, Holz-Weißbrot sind wir wieder zurückgekehrt. Wir sind hier am Parkplatz. Wobei, was heißt Parkplatz? Wir haben hier auch eine wunderschöne Location. Und da fand ich es super, das Brett auszupacken. Wir haben noch ein, zwei Schlückchen in unserer dünnen Schorle drin. Schmeckt auch einfach wie immer überragend und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Würfel knacken. So, als Glücksbringer habe ich das Weinglas mal in die Mitte gestellt. Was haben wir denn hier? Oh, 6, 4, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo geht's denn hin? Ich erkenne es gar nicht in der Sonne. Bad Dürkheim, okay, cool. Edeka Stiegler. Ich habe jetzt das Feld vorher nicht wirklich analysiert. Warum steht eine Edeka-Filiale auf einem offiziellen Monopoly-Feld, auch wenn es Deutsche Weinstraße ist? Das muss ja anscheinend irgendein cooler Edeka sein oder was auch immer. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr Edeka Stiegler kennt, warum der ist auf dem Monopoly-Feld ist und was da so besonders ist. Würde mich echt mal interessieren. Nichtsdestotrotz, die Würfel haben gesprochen. Ab nach Bad Dürkheim, ab zum Edeka. So, wir sind am Edeka Stiegler. Ich weiß auch nicht, warum das ein Feld auf dem Monopoly-Board ist. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ich spiele Monopoly Real Life. Wie? Und da gibt es ein Feld auf der Deutschen Weinstraße, dieser Store hier, yeah. Edeka Stiegler.
Warum ist es ein Feld auf dem Monopoly-Feld? Ist es ein bekannter Edeka? Oder? Ja, sehr bekannter. Warum? Was geht hier? Das nennt man auf Kiss Imbeck. Ja, was? Das nennt man auf Kiss Imbeck. Was gibt's hier so? Oder ist hier etwas Besonderes für die anderen Edekas? Ja, hier werden Sachen von Amerika so sein importiert. Ach so, deswegen? Ja, ich habe mich noch gewundert, weil auf das dem Monopoly-Feld... Das nennt man auch Brot. Sehr gut, danke dir. Okay, jetzt erschließt mich das so langsam, warum das ein besonderer Edeka ist. Hier geht's halt ab. Ich bin jetzt hier im Edeka Stiegler. Das ist quasi das Tor zum Dürkheimer Wurstmarkt. Und was ich bis heute Morgen noch nicht wusste, heute ist Eröffnungstag vom Wurstmarkt in Bad Dürkheim. Von daher macht's auch Sinn, warum hier so viel los ist und warum hier Musik im Edeka gespielt wird. Wir sind jetzt sozusagen im Hinterhof vom Edeka Stiegler. Es war echt eine Erfahrung wert. Nicht jeder Edeka ist gleich, würde ich sagen, dadurch. Aber dadurch ist eigentlich hier der Edeka Stiegler beendet. Und das Feld, ich zeige es nochmal, ist wunderbar aufgebaut. Also, Edeka Stiegler Stema. Wir sind langsam auf der Zielgeraden. Mal gucken, was hier kommt. Ja, sind alles ganz coole Orte hier, die noch folgen. Deswegen grüne und blaue Straße. Wir sehen mal, wo uns die Reise jetzt hinbringt. So, auf geht's. 6, 1. Jetzt sieht man es auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das darf nicht wahr sein. Wir bleiben in Bad Dürkheim und gehen zum Riesenfass. Das ist das, was auch hier wunderbar auf dem Monopoly-Feld abgebildet ist. Das habe ich vorhin durch die Drohne schon irgendwo auf dem Wurstmarkt gesehen. So, wie es der Zufall will, wir fahren nicht nur am Wurstmarkt vorbei, sondern wir gehen jetzt auf den Wurstmarkt. Da nehme ich euch natürlich exklusiv mit hin. Bis gleich. Monopoly Relife hat uns letztendlich auf das größte Weinfest der Welt in Bad Dürkheim am Wurstmarkt gebracht und ihr habt es gesehen, wir sind am Ziel unserer nächsten Station, das Bad Dürkheim Riesenfass. Dieses Weinfass ist übrigens auch das größte gebaute Weinfass der Welt. So, Apfelschorle gegönnt, Nutella Crepe gegönnt. Hier Monopoly-Feld ist schon wieder aufgebaut. Wir sind hier am Bad Dürkheimer Riesenfass, am Wurstmarkt, direkt wunderbar. Wunderbar sieht es aus. So, wir sind auf der Zielgeraden. Mal gucken, was passiert, ob wir es schaffen, über loszukommen oder ob wir noch irgendwo anders hinfahren müssen. Wir sind gespannt. So, vermutlich der letzte Wurf. Eine 7. So, nach der letzten Aufnahme vom Bad Dürkheimer Wurstmarkt vorm Riesenfass ist der Akku der Kamera leer gegangen. Nichtsdestotrotz melde ich mich jetzt hier wieder von den Weinreben aus der Vorderpfalz. Monopoly Relife, Deutsche Weinstraße, ist hiermit abgeschlossen. Fazit, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diese 5-6 Stunden, was es jetzt waren, durch die Vorderpfalz, durch die Weinstraße zu fahren, Orte kennenzulernen, an denen du normalerweise nie hinkommen würdest, Leute kennenzulernen, mit denen du normalerweise nie reden würdest und Sachen siehst, die du normalerweise nie sehen würdest. Und das ist halt das Credo eines reisefreudigen Menschen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wenn euch die beiden Videos gefallen haben, dann würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, denn ich habe vor, weitere Monopoly, ja, guter BMW, ich habe vor, weitere
Monopoly Real Life Videos zu drehen, vielleicht mal aus einer Stadt oder aus einem Bundesland, aus dem Land, keine Ahnung. Schreibt's mal unten in die Kommentare rein, was ihr euch wünschen würdet für eine nächste Monopoly Edition. Ich bin auf jeden Fall am Start und in diesem Sinne wünsche ich euch noch, ja, nur das Beste. Bis zum nächsten Video.